Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Das werden wir ein bisschen kürzer machen, das Video. Und zwar war ich wieder in dieser Zoohandlung. In so einer kleinen. Hab Mehlwürmer um 2 Euro mitgenommen. Hab zu viele verfüttert, auf einmal waren keine mehr da. Und es sind auch keine mehr nachgekommen. Gut, als Ersatz, ich habe nur noch überall die Hälfte. Habe ich zur Sicherheit, ich weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal wieder hinkomme. So oft gehe ich ja, also so gern und so oft gehe ich ja nicht mehr hin. Also überhaupt nicht hin. Habe ich wieder Artemia, das sind so Tafeln. Artemia, Mysis, weiße Mückenlarven und Zyklops. Eins fehlt mir. Eins habe ich nicht mehr gewusst, aber ich habe es auch dort nicht gesehen. Somit habe ich es nicht mitgenommen, aber er war eh wahrscheinlich ausverkauft. Die haben gekostet, drei davon haben gekostet 1,30 und eins hat 1,10 gekostet, aber welches kann ich jetzt leider nicht sagen. Dann eben die 2 Euro und da hat eines 90 Cent gekostet, also zusammen 3,60, das sind 4, weil es steht nämlich nur aus 3,60 dort. Da haben wir zweimal Salinenkrebse, man sieht sie irgendwie schlecht, glaube ich. Ein bisschen diese Urzeitkrebschen, die man so kennt, die Frösche kriegen, das kriegen nur die Frösche. Die weißen Mückenlarven teile ich auch auf die Fische auf. Aber das ist mir ein bisschen zu teuer und ich möchte hauptsächlich die Frösche verwöhnen, weil die Fische können ja auch Flockenfutter nehmen, was die Frösche ja nicht können. Und zweimal weiße Mückenlarven, das ist immer recht voll gefüllt, man sieht eigentlich fast gar nichts. Macht nichts, ich glaube ich muss niesen. Ja, so, okay. Ja, das habe ich mitgenommen. Dieses Mal keine Äste. Ja, ich wollte nämlich so schnell wie möglich wieder raus. Ja, das war mein kleiner Einkauf, hauptsächlich fürs Aquarium. Und da habe ich ein bisschen zu viel den Ratten gegeben. Ich hoffe, euch hat das kleine Herzeig-Video gefallen, was ich so für meine Tiere wieder mitgenommen habe. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich euch auch, aber da merkt man, ich habe heute sehr viel gearbeitet. Da wünsche ich nämlich den Leuten immer einen schönen Tag, bevor ich gehe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten.